und möchte deswegen, bevor ich gleich zu meiner Verabschiedung komme, mit dem ja, bekannten und beliebten Herz, möchte ich jetzt Rüdiger Dahlke. Ist das ein Begriff? Ist das ein Begriff? Sehr, sehr gut. Da kommt das schon. Ich möchte jetzt, dass wir noch einmal für den wunderbaren Rüdiger Dahlke zeigen, wie gut wir drauf sind mit unseren bekannten Eingeübten. Ich sag Freiheit, ihr sagt! Ich sag Freiheit, ihr sagt! Ich sag Freiheit, ihr sagt! Das ist das, wie man arbeiten kann. Vielen Dank und hier ist er für euch, Rüdiger Dahlke. Große Ehre, vielen, vielen Dank. Sehr sympathisch, direkt vorab. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Vielen Dank. Wenn es Vorsatz war, das ist ja ganz entsetzlich. Vielleicht wussten die aber auch nicht, was sie tun da oben. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass man denselben Fehler so wiederholt. Und dass es einen Film darüber gibt. Und was mich irgendwie auch erschüttert, ehrlich gesagt, über euch, ich war ja auch die ersten 40 Jahre Deutscher, dass das einfach wie vergessen ist, dass 90% der Leute da nochmal drauf reinfallen. Bei einer praktisch identischen Inszenierung habe ich mal angefangen, ein Buch zu schreiben. Und da danke ich auch Frau Merkel. Frau Merkel hat ja in eindrucksvoller Weise eigentlich gezeigt, wie macht man Menschen Angst. Das kann die einfach. Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht hat. Vielleicht nicht. Vielleicht wissen die wirklich nicht, was Angst in der Seele auslöst. Das könnte sein. Jedenfalls hat sie erst gesagt, es wird ganz furchtbar und ganz schrecklich und die Toten und so weiter mit ihrem Alarmisten da an der Seite. Und dann hat sie gesagt, und das ist jetzt der Clou, und wir können nichts machen, bis wir eine Impfung haben. Und eine Impfung werden wir seriös in Jahren nicht haben. Aber dann ist halt viel Angst und Panik da. Und dann haben die Leute natürlich in Panik reagiert, Hamsterkäufe. Und dann wurden sie von derselben Mainstream-Presse lächerlich gemacht dafür. Und die Amerikaner, die ich ja ganz gut kenne, da habe ich ein Stück studiert, bin ich auch ab und zu, arbeite ich dort, Omega-Institut oder Esalen. Und die haben in dem März 85% mehr Waffenverkäufe gehabt als sonst. Wenn Amerikaner Angst kriegen, wollen die sich bewaffnen. Und Deutsche brauchen Klopapier. Das ist einfach so. Ja? Also natürlich, da hat man Schiss. Und wenn man Schiss hat, was brauchst du? Klopapier. Wenn Frau Merkel wir sagt, das wissen wir jetzt auch, dann meint die natürlich sich selbst, ihren Virologen da, den Alarmisten, und wen meinen sie noch? Na, die Pharmaindustrie, weil die können jetzt nichts machen. Ja, das ist auch ehrlich, ist auch schön, das Eingeständnis. Die Pharmaindustrie, die gehört die Impfindustrie dazu, Frau Merkel und der Virologe können jetzt nichts machen. Aber wir eigentlich, also die Komplementärmediziner, die Naturheilkundler, können viel machen. Wir könnten die Abwehr steigern und ich muss sagen, ich hätte so ein Büchlein wie Schutz vor Infektionen, Immunkraft stärken, gar nicht geschrieben. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Das ist einfach passiert durch diese Steilvorlage von Frau Merkel. Danke. Und da muss ich auch eben sagen, ich danke den Öffentlich-Rechtlichen, Unrechtlichen, dem ORF zum Beispiel, über eine Sendung um Alzheimer. 45 Minuten Depression. Man kann nichts machen, das Große vergessen, ein bisschen Denksport, dann wird es ein bisschen langsamer fortschreiten. Da wusste ich doch, aber da gibt es doch die Studie von Dale Bredesen, UCLA, so eine renommierte Universität in Kalifornien. Der hat doch durch Lebensstilveränderungen von 10 Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien 9 zurückgeholt und einen nur deutlich gebessert. Die Studie gibt es einfach, das ist Wissenschaft. Aber die findet nicht Eingang in den ORF. Da kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Wir müssen
mehr als Wut noch Mitgefühl haben mit den Journalisten, die sowas bringen. Und auch mit den Politikern. Weil es ist doch schon so, ein Robin Williams, kennt ihr alle noch, Good Morning Vietnam oder solche Filme, Good Will Hunting, der hat gemerkt, dass er Demenz hat. Und aus Verzweiflung hat er sich umgebracht. Hätte er gewusst von einem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass man da so viel machen kann, hätte er sich wohl nicht umgebracht. Gunter Sachs, ganz ähnlich. Und das sind nur zwei, die wir kennen jetzt gemeinsam. Aber es gibt so viele, die so reagieren. Das ist einfach ein schweres Unrecht, falsch zu informieren. Das ist wirklich ein Verbrechen an denjenigen, die daran aufgeben. Also, die Frau Merkel in mir tut mir von Herzen leid. Weil das ist auch eine alte Frau, wie ich ein alter Mann. Die muss irgendwann auch mal zurückschauen auf das Leben. Ich denke, die weiß gar nicht ganz genau, was die tut. Ja, also Angst ist etwas unglaublich Wirksames. Aber die Psychosomatik, so mein wesentliches Thema in der Medizin, ist bei denen überhaupt nicht auf dem Schirm. Und wir haben da Studien. Wirklich, wir können das belegen. Jeder Arzt kennt es. Man verschreibt viel Beta-Blocker. Schulmediziner verschreiben Beta-Blocker. Wenn einer so ein bisschen überdreht ist, hohen Blutdruck und so, kriegt er Beta-Blocker. Und das hat mal ein Professor aus Frankfurt, Oder, untersucht. Wenn man 100 Männern einen Beta-Blocker verschreibt und nichts dazu sagt, so wie ich das tue, ich habe das ganz selten nur getan, lesen Sie das Papier gar nicht durch, das brauchen Sie nicht lange, dann kriegen von 100 Männern 2 eine erektile Dysfunktion, zur Deutsch Impotenzerscheinungen. 2 von 100, das ist ja nicht viel. Wenn ich aber, so wie ich das muss als Arzt, wenn ich dem sage, da gibt es seltene Impotenzerscheinungen dabei, dann kriegen von 130 Impotenzerfahrungen. Das heißt, der Beta-Blocker, die Chemie, macht 2 von 100 impotent und die Angst 28. Und sowas ist uns da auch passiert. Ja, die haben eine Angstorgie inszeniert. Das ist einfach die Faktensituation. Warum sie es gemacht haben, das ist jetzt Spekulation. Aber auch die hat sich aufgelöst natürlich. Frau Merkel hat erst gesagt, wir müssen schauen, dass die Verdopplungszahl auf 10 kommt. Ja, und dann hatten wir die aber sofort erreicht, dann musste die 14 werden. Dann plötzlich hat man die Versorgungszahl ad acta gelegt, hat man nichts mehr gehört davon. Dann ging es um den R-Faktor. Nicht ganz verstanden worden, aber egal, es ging um den R-Faktor. Der sollte unter 1 sein. Der war da schon unter 1, das wusste sie nur nicht, das wussten wir alle nicht. Aber das Robert-Koch-Institut, die eben addieren können, die haben das richtig zusammengezählt. Ja, also mit Statistik und so können die ja gar nicht umgehen, muss man sagen. Das haben sie jetzt bewiesen. Aber addieren können die, immerhin. Also das lernt man als Tiermediziner. Der Chef ist Tiermediziner, nichts gegen die. Und dann plötzlich zählt auch der R-Faktor nichts mehr. Und dann kam die Wirklichkeit raus, die Normalität kommt erst wieder, wenn wir einen Impfstoff haben. Dann war mal der Sack raus, geöffnet. Das ist, glaube ich, das Ziel des Ganzen. Naja, aber ich wollte ja nicht monologisieren. Wir wollen ja dialogisieren. Alles. Bevor du überhaupt einmal in Kontakt mit ein bisschen Angst kommst. Weil in deiner Weite und Offenheit ist diese Enge gar nicht lebensfähig. Ja, das ist wie das, die Dunkelheit musst du gar nicht so bekämpfen. Du brauchst bloß Licht bringen. Dann geht die Dunkelheit von alleine. Die kann nicht sein im Licht. Die Enge kann nicht sein in der Weite. Ja, immer wenn du dich weit und offen erlebst und gibst. Und das kannst du noch verbinden mit dieser einfachen Atemgeschichte. Einfach mal bewusst doppelt so lange geben als nehmen. Ja? Steht schon in der Bibel drin, dass das seliger ist, ne? Bekanntermaßen. Also das könnte man da gleich anwenden. Und immer angstfreier zu werden. Das heißt aber auch immer weiter und offener.
Ja, so wie es ja schon ein paar Mal anklang. Ob links oder rechts, auf jeden Fall beides Menschen. Und wir können das auch anspruchsvoller. Freund Gerald Hüther, kennt ihr vielleicht hoffentlich. Sollte man kennen, unbedingt, finde ich. Gerald, der sagt, wir sollten wieder anfangen, uns als Subjekte zu begreifen. Und nicht so als Objekte. Ja? Wenn ich jetzt nur denke, was kann er mir nützen? Und er denkt auch nur, was kann der mir nützen? Kommen wir gar nicht zusammen. Kommt ihr alle nicht hierher? Das funktioniert dann gar nicht. Würden wir uns alle wie Subjekte betrachten, wäre das Problem gelöst. Oder wir könnten noch ganz einfach sagen, wir sind alle Menschen. Und man kann ja da sich auch wandeln. Ich bin gewandelt worden sozusagen durch Schicksal oder ich weiß nicht. Ich habe ganz viel demonstriert als Hippie und in der 68er Zeit. Und da galt man dann ganz schnell, wenn man nur sozial war, schon als linksradikal. Und mit dem Vorwurf habe ich ja lange gelebt, linksradikal. Aber jetzt bin ich ja schon umgetauft worden. Ich bin ja jetzt ein rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker. Die Deutsche Tagesschau hat das aufgelistet. Also da gilt jetzt, wir haben das ja schon vom Thorsten gehört, aber das ist bei mir ganz die gleiche Geschichte. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, mein Lebensgefühl war als linksradikaler Hippie ziemlich ähnlich wie als rechtsradikaler Esoteriker sowieso. Ist für mich gar keine Beleidigung. Ich meditiere seit ich 11 Jahre bin. Nicht, weil ich schon immer so spiritueller Sucher war, sondern weil ich mein Fahrrad, auf das ich wirklich lange Jahre gehofft hatte, das war so im Nachkriegs-Berlin nicht so witzig, konnte es nicht einfach ein Fahrrad kriegen. Und dann habe ich es gepflegt und dann war es wieder kaputt. Wieder gepflegt, wieder kaputt. Dann habe ich so einen Wutanfall gekriegt, dass ich es zertrümmert habe vor Wut. Dann hat mein Großvater gesagt, der auch Arzt war, pass mal auf, da gibt es so ein Buch, da schaust du jetzt mal rein, Yogismus für westliche Menschen. Da habe ich mal mit Yoga angefangen und Meditation. Zwischen zertrümmere ich keine Fahrräder mehr, aber habe das jetzt lange Zeit durchgehalten. Ich bin, wenn man so will, gern Esoteriker. Aber die Dinge entwickeln sich eben so. Ne? Inzwischen ist Esoteriker fast ein Schimpfwort. Ja, für viele ist es das. Ich meine, die WHO, die hat auch mal gut angefangen, muss man sagen. Die war von Nationen finanziert. Die haben viel beigetragen, um wirklich Krankheitsbilder auch, die Pocken zum Beispiel, zu bekämpfen. Die haben früher auch Gesundheitsmaßnahmen gemacht. Und jetzt sind sie halt eine Spielwiese für Privatspender. Ich weiß nicht, wer wie viel da einzahlt, aber die einzahlen, sind mir alle hochverdächtig geworden in guten 40 Arztjahren. Wir haben jetzt heute das erste Mal gesagt, wir feiern ein Fest für Freiheit und Frieden. Was kannst du uns denn aus deiner 68er Generationserfahrung mitgeben? Ja, das waren auch schon eigentlich unsere Ideen. Make Love Not War haben wir so als Slogan gehabt. Und stell dir vor, es ist Krieg, es geht niemand hin. Ich meine, das könnte man heute alles noch weiter verwenden. Stell dir vor, es ist Krieg gegen die zweite Welle Covid-19 oder Covid-20, 21, 22, 30. Das kann man ja jetzt ewig weitertreiben. Und unser Ziel müsste doch sein, stell dir vor, es ist zweite Welle und keiner macht mehr mit. Stell dir vor, es ist 2021 und die Grippewelle muss leider abgesagt werden, weil keiner mehr teilnimmt. Und da kann ich euch auch aus Erfahrung sagen, da fühlen wir uns sicher auch nah und verbunden. Ich mache schon 40 Jahre nicht mehr mit. Ich nehme nicht teil an Grippewellen. Das habe ich aufgegeben. Ich bin mir da inzwischen sehr sicher, das hat damit zu tun, dass ich anders esse als die meisten. Einfach nur anders esse als die meisten. Stellt euch vor, ich esse schon über 50 Jahre kein Fleisch und habe noch Skirennen gewonnen. Also in der jüngeren Zeit natürlich, jetzt nicht mehr. Aber ihr müsst diesen Industriefraß nicht essen. Ja, und ich meine damit,
Ich meine damit nicht unbedingt vegan. Ja, vegan muss nicht gesund sein. Weißer Zucker, weißes Mehl, vegan. Zigaretten, Zigarillos, Zigarren, vegan. Whisky, Wodka, vegan. Das meine ich natürlich nicht. Ich meine eine pflanzlich vollwertige Kost. Die ist nicht so teuer wie die Mischkost, weil die kostet das Leben, und zwar frühzeitig. Und nicht nur die Quantität des Lebens, sondern auch die Qualität. Ja, also Schulmedizin verlängert das Leben schon auch, aber mit welcher Qualität? Und die Frage ist doch, was ist da entscheidender? Ein langes, elendes Leben oder ein noch viel längeres mit einer hohen Qualität? Das ist wirklich so sehr einfach. Und Michael hat ja noch tiefgründiger gefragt letztlich. Was kann ich aus dieser Hippie- und 68er Zeit sagen, euch sagen? Wir haben einfach einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich glaube gar nicht, dass die Forderungen so falsch waren, weil wir wollten auch schon Frieden und Freiheit. Aber wir haben das immer von oben gefordert. Wofür haben wir demonstriert? Ende des Vietnamkriegs, x-mal. Freiheit für Angela Davis zum Beispiel, auch öfter. Und gegen die Hochschulreform und was alles. Kreativ mit so, da hieß glaube ich der Kultusminister Meyer und der Huber war der Uni-Präsident und dann haben wir gedichtet, haut den Meyer in die Eier und den Huber in den Zuber. Es war schon die Spontis so, wir waren ganz gut drauf. Wir hatten auch eine gute Stimmung. Das war gar nicht so verkehrt. Aber effektiv ist meine Generation die, die den schärfsten, härtesten Turbokapitalismus inszeniert, den wir je hatten. Jetzt. Was ist denn da passiert? Wir haben es glatt geschafft, eine Situation, wir sitzen in einem engen Zimmer, spät nachts, die 68er waren ziemlich in Nachtlichter, und diskutieren über Umweltschutz, Luftverschmutzung und so weiter, und praktisch alle rauchen. Wenn du da was gesagt hast, um Gottes Willen, das war ja dann irgendwie völlig daneben. Wir haben einfach nicht bei uns angefangen. Und das ist wirklich auch so meine Hoffnung, meine Bitte auch direkt. Bezieht es auf euch. Deswegen so pragmatische Dinge eher. Fangt mit so einfachen Sachen an. Haben wir eben gerade gehört. Holt euch euer Gemüse, lasst es euch noch bringen. Geht ja alles. Macht damit. Und ihr werdet merken, es tut sich was Entscheidendes. Und Dänemark war belagert im Ersten Weltkrieg vom Militär. War so ein Land, was von Viehzucht und Milchwirtschaft lebte. Und die mussten eine schwere Hungersnot befürchten. Und die Regierung hat diesen Mikkel Hinhede, der da sehr bekannt war, weil er 75% weniger Medikamente verbrauchte als die übrigen, Chef eines großen Krankenhauses, die haben den zum Berater gewählt. Und der Hinhede hat es auf den Satz gebracht, entweder die Schweine werden hungern oder die Menschen. Und mit dem Satz hat er dann die Bauern überzeugt sogar. 90% der Schweine sind abgeschafft worden, verkauft nach Deutschland, nach England, war ja Krieg, die waren froh drum. Großteil der Kühe. Und die haben nicht umgestellt total auf Pflanzenkost, aber sehr weitgehend. Es gab noch Milch und Fleisch, aber sehr, sehr teuer. Eigentlich nur noch für die Reichen. Und die haben keine Hungersnot gehabt in Dänemark. Und die wichtigste Medizinzeitschrift, schon vor 100 Jahren, The Lancet, hat darüber berichtet. Und dann kam 1918, das Jahr der gefährlichsten Grippe, die wir bisher hatten, die spanische Grippe. In den USA entstanden, wie vieles. Die spanische Grippe hat in Europa einen unglaublichen Blutzoll gefordert, über 20 Millionen Tote. Aber in Dänemark mit der überwiegenden Pflanzenkost ist nicht die Todesrate nicht hochgegangen, so wie es in Deutschland jetzt sein wird. Wir werden in diesem Jahr keine erhöhte Todesrate haben, aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie Dr. Wodak, Sucharit Bhakti, Konkerts, Kölnlein, diese Professoren, das sie vorausgesagt haben. Also von daher, wir haben diese Möglichkeit. Wir könnten so ein Wunder
von Dänemark übertragen aufs Wunder von Deutschland. Wunder, er könnte ja hier mal im Schwabenland anfangen. Da hat diese Bewegung offensichtlich so die Luft unter die Flügel bekommen. Wir könnten wirklich das in Europa verbreiten auf der Welt. Wir könnten ein Weltwunder wirken. Mit so einer einfachen Maßnahme. Und das könnte auf so vieles übertragen. Dass ihr Wut habt, verstehe ich gut. Aber Wut ist ein Aggressionsgefühl, wie Zorn oder sowas. Da ist eigentlich eine Energie dahinter, die ist auch ganz schön. Ja, wenn ihr so anfangt, in Urprinzipien, Lebensprinzipien zu denken, wie Platon uns das geraten hat, hinter jedem Ding ist eine Idee, dann ist hinter Zorn und Wut die Idee Aggression, Energie, Feuer. Und da könnten wir zum Beispiel auch Mut daraus entwickeln, Zivilcourage, Entscheidungsfähigkeit, das Schwert aus der Scheide und loslegen, das ist Entscheidung. Konfrontationsbereitschaft, was wir ja tun. Du kannst es so machen, wie Saint-Exupéry das im kleinen Prinzen vorschlägt. Ne? Diese staunenden Augen dieses kleinen Prinzen, der die Welt so kindlich erlebt. Ja? Mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen, das Leben spielerisch anzugehen, ist gut möglich. Wir haben nur die Wahl, auf welcher Ebene wir das machen. Du kannst kindlich werden, in bezaubernder Weise, oder kindisch. Dann nennt man das Morbus Alzheimer. Das ist eine schreckliche Variante. Und die meisten Menschen sind so drauf, ehrlich gesagt. Ja, gibt eine Studie, ich mag ja Studien sehr gern. Mit jeder Stunde, die du regelmäßig fernsiehst, erhöhst du deine Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34%. Rechnet das mal kurz durch. Ihr seid ja fähig des Multiplizierens, glaube ich, wenn ihr hier seid. 3,5 Stunden schauen die Deutschen und die Österreicher täglich Fernsehen. 3,5 mal 34, da kommt was Erschreckendes raus. Fernsehen, was ihr zwangsweise finanziert, das ist großzügig von euch, obwohl es große Teil jetzt öffentlich-unrechtlich ist, das führt ins große Vergessen, in dieses Kindischwerden hinein. Und es wäre so wunderschön, die Dinge spielerischer anzugehen. Ja? Mir hat mal ein wichtiger Lehrer gesagt, nach so einem Abschied, wo die Freude nicht ist, da ist dein Weg nicht. Das würde ich euch gern auch mitgeben. Wo die Freude nicht ist, da ist der Weg nicht. Das führt nicht in die Tiefe. Ja, ein super schönes Schlusswort. Das ist auch eins von meinen Prinzipien. Ich höre in mich rein, guck, was macht mir Spaß, wo zieht mein Herz mich hin. Es hat mich jetzt dazu geführt, Demos für euch zu organisieren. Es ist immer eine Riesenfreude, wenn ihr alle da seid. Lieber Rüdiger, schön, dass du 7 Stunden jetzt hierher gefahren bist zu uns und nachher jetzt auch gleich wieder 7 Stunden zurückfährst. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Überhaupt danke ich Michael für diesen unglaublichen Einsatz, diese Inspiration, diesen nicht nur Funken, jetzt schon ein kleines Feuer der Hoffnung, der Begeisterung auch. Und mich erinnert es so an diese Stimmung, die wir hatten als Hippies. Und ich würde euch so gern sagen, fangt bei der Selbstverantwortung an, bei der Eigenverantwortung. Verantwortung ist was Schönes, Antworten finden. Die müssen wir finden. Von da oben kommt nichts Gescheites. Lehnt euch an Mutter Natur an. Von Vater Staat, das könnt ihr vergessen. Glaube ich. Tschüss, alles Gute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend, ein großes Fest des Friedens und der Freiheit. Wir müssen dann schon wieder zurück. Tschüss.